Hallo, so hier haben wir jetzt einen Axiallüfter, einen typischen Axiallüfter. Wenn ich mich nicht täusche, ist das Baugröße 450. Das heißt, der Durchmesser des Innenbereichs des Gehäuses ist 450 mm. Und wenn wir uns das näher betrachten, sieht man die einzelnen Schaufeln. Und hier an der Wurzel der Schaufel. An jeder Schaufel sieht man so Striche, mit denen wird der Winkel der Schaufel festgelegt. Bei der Montage wird dieser Winkel festgelegt. Und hier das R mit diesem Pfeil deutet, dass das Laufrad nach rechts orientiert in dieser Uhrzeigersinn. Wenn ich diesen Plastikdeckel abnehmen könnte, wird man hier die einzelnen Schrauben, mit denen die Schaufeln an der Laufradnabe befestigt sind. Hier sieht man den Luftspalt. Das ist der Luftspalt zwischen Laufrad und Gehäuse. Je größer dieser Luftspalt ist, umso weniger ist der Wirkungsgrad des Lüfters. Man sieht ihn hier. Und hier unten auch sieht man, dass unten ist ein bisschen größer als oben. Deutet, dass das Gehäuse nicht so hundertprozentig rund ist. Bei größeren Lüfter ist dieser Spalt wesentlich größer. Bei einem Lüfter 1600, glaube ich, war der, habe ich sogar zwei Finger reinkriegen können zwischen der Schaufel und dem Gehäuse. Schauen wir uns mal die Rückseite an. Das hier ist jetzt die äußere Klemmkasten und ist der Rückseite des Lüfters. Der Motor sieht man da, die Motoraufnahme. Und hier sieht man die Klemmkasten vom Motor mit dem Kabel zum äußeren Klemmkasten. Und man sieht man hier, wie viel Platz der Motor und die Motoraufnahme verbrauchen. Man kann sich dann quasi, wie eine richtige Barriere sind es für den Luftstrom. Man kann sich vorstellen, die Turbulenzen, die hier stattfinden durch diese massive Barriere. Und da kann man mit einem kleineren Motor und diese Motoraufnahme, wenn man die optimiert, erhält man dann schon eine wesentlich bessere Leistung aus diesem Lüfter, als wie es jetzt ist. Eigentlich ein kleinerer Motor wird schon die Leistung wesentlich steigern und auch eine viel bessere Motoraufnahme als diese Wand, die hier im Luftstrom steht. Und hier unten sieht man jetzt die Füße, auf die steht das Gehäuse. Die sind dann an dem Gehäuse geschraubt, ein Fuß hinten, also hier vorne und ein Fuß dann weiter hinten. Und andere Gehäuse würden dann Streben haben, wovon dann diese Strebe von der Decke runterhängt. Die Frage ist, wie ist die Luftrichtung? Geht sie so rein und von der anderen Seite raus oder andersrum? Lass uns mal schauen. Ah, hier sieht man den Pfeil da. Das zeigt, dass der Luftstrom so reingeht und von dieser Seite rausgeht. Und dieser Flansch hier, mit dem befestigt man so Zubehörsachen wie zum Beispiel Schalldämpfer oder Leitwerke, werden da an den Lüfter befestigt. So, das ist jetzt ungefähr eine kurze Demo von den Axiallüfter.